Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu XCOM 2 War of the Chosen. Ja, eine von den Chosen, nicht Ihnen hier, sondern die Assassinen. Komain heißt sie. Falmon, Mon, Fall, irgendwie so mit Vornamen. Komain haben wir schon kennengelernt. War keine super tolle Begegnung. Ansonsten ist mir gerade das Aufnahmeprogramm schon einmal abgestürzt. Leider, blöderweise. Deswegen haben wir jetzt nicht mitbekommen, wie... wo sind sie? Hier oben. Wie Luna und Frank befördert wurden. Okay. Und ansonsten haben wir eine wunderschöne Mission, nämlich eine Retaliation-Mission. Commander, you should establish contact with the local resistance network as soon as possible. Sollten wir aber erstmal... Aliens are undoubtedly moving forward with their plans. Richtig, aber erstmal sollten wir hier unsere Verbündeten, die wir schon haben, raushauen. Operation Doomwitch. So, und da haben wir das Team schon. Ich habe nämlich Jonas einfach rekrutiert. Und bei dem hat es die Waffe nicht übernommen. Bei mir auch nicht, sehe ich gerade. Oder habe ich gerade gesehen. Jetzt gerade kann man es nicht sehen. So, er wollte, glaube ich, haben hier irgend so ein, ja genau, die 71. Und Hexe. Da, Hex. So, und ich. Achso, wir machen erstmal das hier. Starten wir uns hier Flashbang. Als Defensivwaffe, ich halte das Ding immer noch für ziemlich gut. Gerade am Anfang, weil man es halt mit Sektoiden zu tun hat. Später dann verliert das ein bisschen an. Ach, das war falsch. An Nützlichkeit. So, und ich wollte hier nämlich die Streifen auf der Waffe haben. So, das ist also unser Team. Wir haben Frank K. 8 von oben als Truppführer. Da haben wir Elena Dragunova als Spotterin und Unterstützung. Jin und Jonas, der hat sich mit 18 direkt für XCOM gemeldet, hat vorher in Deutschland gewohnt und er liebt Explosionen, Hunde und die Farbe Rot. Und ist jetzt mit dabei. Mal sehen, ich gebe ihm einfach die Granate und nicht den Flashbang, weil er gerne Sachen in die Luft sprengt. Besonders Bänke. Er hat einen Hass auf Bänke. Narben aus der Jugend. So, ich würde sagen, los geht's. Frank? Bringe die Rekruten bitte wieder heil nach Hause. Sky Ranger. In position to drop. Und vielleicht können wir auch ein paar Zivilisten retten. Das wäre super. Mal gucken. So, wie gesagt, Elena werde ich als Spotter benutzen. Für Frank. Ich hoffe, das funktioniert. Und sie muss halt aufklären irgendwie. Ne? Die Unabhängigkeitshügel in Ostasien irgendwo. Ja, wir müssen unsere Verbündeten retten. Und alle Advent-Truppen ohne Rücksicht auf Verluste, also auf Verluste auf Advent-Seite, ausradieren. Nicht weit entfernt. Okay. Für mich sieht das ziemlich weit weg aus. So, habe ich hier Elena angewählt? Nee. Wo ist Elena? Die kommt echt schön weit. Wo will ich denn hier mal in Deckung gehen? Ich habe ja gerne solche Ecken, wo man von zwei Seiten Deckung hat. So, was gibt es hier? Ich könnte auch nach hier oben rennen irgendwie. Ja, das ist ganz schön weit entfernt von uns. Sie kann ja super schwer... Hier haben wir so eine Ecke. Das kann ja super schwer eigentlich enttarnt werden. Wie weit kommen denn die anderen? Wir wissen ja, sie kann ein bisschen weiter rein. Kommt da irgendjemand bis in diese Ecke rein? Ja, scheinbar nicht, ne? Scheinbar laufen wir da alle ein bisschen zu kurz. Dann kann Elena diese Ecke da besetzen. Ist doch super.
dann muss sie jetzt im ersten Zug nicht so viel weiter vor. Mal gucken, 19 Zivilisten haben wir auf der Karte und ich habe gerade gehört, einer der Chosen führt hier den Angriff. Ich hoffe, befiehlt den Angriff nur und führt ihn nicht selber durch. Das wäre nämlich ganz schön... Aber wir müssen da aber noch irgendwo hochkommen. Hier vielleicht. Wird erledigt. Weil wenn einer von den Chosen das hier, hier auf der Karte präsent wäre, wäre das ganz schön schlecht für uns. Bin gleich da. So, also im Vollsprint nach vorne hier. Diese Soldaten retten. Oh ja, ja, genau. Feuer frei. Da sind zwei mit Gewehren. Das finde ich gut. Wie schießt sie um die Ecke? Und warum konzentrieren die sich nicht erstmal auf einen Gegner? Okay, also die Aliens haben die noch nicht so ganz mitbekommen, scheinbar. Das finde ich gut. Habe ich nach zwei Seiten Deckung, aber es sind die falschen zwei Seiten, würde ich behaupten. Hier hinten. Ich guck mal, wie weit der Rest kommt. Hier hinten könnten wir uns hinter so einem Stein verschanzen. Ja, das ist auch die einzige brauchbare Deckung, die wir oben erreichen können. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch eine Runde unten rumgammeln. Uns wahrscheinlich hier drüben dann an der Leiter sammeln. Das bedeutet wiederum, dass Elena sich hier auch nicht so einen Stress machen muss. Ja, wenn die Gegner da sind, dann lasse ich sie mal hier in Deckung gehen, hinter diesem Baum. Oh. Da ist noch einer. Na herrlich. So, hier unten können die uns nicht sehen, ne? Also solange die hier nicht an die Kante rangehen, sollten wir hier safe sein. Ah. Sieh mal einer an. Und wo gehen wir dann nächste Runde in Deckung? Hinter der Hauswand. Kommen wir soweit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in gerader Linie. 1, 2, 3, 4. Es wird zu knapp, denke ich. Das heißt, hier haben wir wirklich die beste Deckung. Bestätigt! Ich würde super gerne. Vielleicht können wir hier in Deckung gehen. Nee, ich komme nicht an diese komische Leiter ran. Sporte los! Schade, das wäre super gewesen, wenn wir es bis dahin geschafft hätten. Hier von dieser Leiter aus quasi hier in Deckung gehen auf den Feuern. Wird aber wohl schon so unterwegs. Nicht passieren. Nicht an die Kante. Er kommt an die Kante. Verdammt, brauche Deckung! Ja. Oh, super. Und den hat sie flankiert. Crit, crit, crit. Ah, schade. Zwei Damage. Ich glaube, deren Gewehre sind noch schlechter als unsere. So, aber der hockt jetzt dort. Wir hätten es beinahe bis hier an den Stein ran geschafft. So, hier hinten der Soldat ist tot. Ich komme
hier nur in keine flankierende Position irgendwie. So, wie sieht's denn aus, Frank? Kann auf beide schießen. Frank kann bis hierhin laufen. Kann er mit der Pistole schießen. Und dann könnte ich die anderen beiden hier in Deckung gehen lassen. Oh. Das hört sich doch mal nach einem Plan an, oder? Dann sind wir den nämlich schon los. Und um die anderen können wir uns dann bestimmt auch irgendwie kümmern. Roger! Hallo. Wir sind die neuen Nachbarn. Achso. Nein, er schafft's nicht so weit. Er schafft's nicht bis an den Stein. Um das hässliche Alien zu flankieren. Fuck. Verdammt. Ja, wenn ich jetzt wüsste, dass wir die Aliens beide erwischen können, wäre das super. Stelle ich mich einfach kackfrech ins Offene und hoffe, dass sie uns nicht treffen. Ist das ein Plan, auf den ich mich verlassen sollte? Eigentlich nicht so richtig, ne? Da wird es ja natürlich super leicht flankiert. Aber wenn wir die anderen hochbringen, können die Deckungsfeuer geben, hoffentlich. Ja, vielleicht versuchen wir das mal. Ich bringe mal Elena hier rüber. Ist natürlich die Frage, ob wir den jetzt ausschalten können. Ah, Jin kommt leider auch in keine sinnvolle Deckung. Okay, wisst ihr was? Wir schießen erstmal auf den hier drüben. Ja, Pistole macht super wenig Schaden. Vielleicht kriegen wir einen Crit für 4 Punkte. Nein. Wir kriegen den Minimalschaden hin. Oh. Oh. Da ist noch einer. Na, herzlichen Glückwunsch. Ach, der hat so einen kleinen Sprengradius. Okay, wir müssen den jetzt hier irgendwie loswerden. Oh, wir sind nicht mal aufgeflogen. Super Sache. Von hier unten auf den schießen? Wahrscheinlich mit super schlechten Trefferchancen, ne? Na, wir versuchen das mal. 44%. Aber wir könnten ihn töten. Wenn wir ihn treffen würden. Es bewegt sich noch. Es bewegt sich noch. Macht Sachen. Achso, ich sehe den ja von hier aus auch. Bin in Deckung. Dann schießen wir einfach von hier aus. Erwischt. Für 5 Damage. Ja, und der? Schießt auf unsere Verbündeten. Commander, Advent isn't backing off. They've got units in the AO that are ignoring our forces just to get a better shot at the civilians. Take those bastards down. Die ignorieren unsere Truppen. Okay, gut zu wissen. There's a large group of civilians pinned down within range of your position. Sensors indicate hostile forces are closing in fast. We need to get in there before the aliens slaughter those people. Na geil. Wie soll ich das machen? Wie soll ich da hinkommen? Ah, Elena kann den leider nicht flankieren vernünftig.
Ups, das war falsch. So, wir haben also dort einen. Und den zwischenflankieren. Elena kann den super einfach flankieren. Ihre Entdeckungschance müsste jetzt bei 80% allerdings liegen. Okay, hier ist ein bisschen Teamwork gefragt, glaube ich. So, erstmal bewegen wir Frank. Ach, sie blockiert den Stein. Nee. Aber wir haben gehört, die ignorieren uns. Ich teste das jetzt einfach mal, ob das wirklich so ist. Sorry, Pistolenzeit. 2 Damage. Ernsthaft? Okay, da muss halt doch Elena ran. Denke ich. Achso, und hier kommen wir jetzt trotzdem nicht in Deckung. Na, herrlich. Ich hatte gehofft, wir können jetzt diesen Stein benutzen. Dass wir wenigstens gegen eine Seite geschützt sind. Granate! So, lass ihn hier eine kleine Granate reinhüpfen, Jonas. Du machst ja gerne Boom. 3 Punkte Schaden, der steht im Offenen. Und diese Einladung wird Jin, glaube ich, nutzen. Okay. Und da müssen wir ja zur zweiten Gruppe, ne? Wie viele Leute können wir denn hier retten? 2. Das 3. Das reicht ja trotzdem überhaupt nicht. 76% nur, oh Gott. Okay, Abschluss tot. Bestätigt. So, das sind 81%. Vielleicht fliegen wir nicht mehr auf. Kann ich hier nicht hinten rumlaufen irgendwie? Damit ich einen flankierenden Schuss auf den bekomme. Achso, sie blockiert hier die Deckung, die ich gerne hätte. Okay, und dann müsste ich sprinten. Ich weiß gar nicht, wie sich Reichweite bei ihr auswirkt. Aber wir müssen danach sowieso da in die Richtung eher weiter, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt sowieso gleich auffliegen. Von daher lasse ich Elena einfach nach hier rennen. Ja, ich weiß. Wir haben dich gleich wieder. So, 97%. Sehr gut. The only fate possible for the resistance team is in the clear. They're moving to help the other survivors. Okay, 3 haben wir schon mal gerettet. Und wir haben Verstärkung mitgebracht. Oh Gott, schießen die gut. Oben. Oh, da müssen wir aufpassen. Wie viele töten die denn hier pro Runde? Also wir müssen irgendwie ein so ein Team erledigen, ne? Sonst wird das... Ist da noch eins? Ne, das ist die Resistance. Gut, ja, gebt sie ihn. Oh, gut, gut, gut. Weiter so. Wehrt euch. Ah, direkt hier oben an der Leiter, gut zu wissen. So. Ich werde Elena mal in den Schatten eintauchen lassen. Damit sie schneller ist. Und uns hier ein bisschen Aufklärung betreiben kann, hier vorne. Ja, die Ecke hier sieht super aus. An Alien Patrol. So, Frank. 51% auf den Typen da vorne. Wir können den theoretisch erledigen. Wir brauchen nur Maximalschaden. Oder ein Crit. Ich wusste gar nicht, dass man jetzt Vorzeit Crits basteln kann. Ich glaube, der weiß, wo wir wohnen. Er springt da runter. Okay. Soll er da runter springen? Ist mir egal. Au, oh, Frank. Der Schuss. Hammermäßig. Oh, Jin, wie wär's denn mit einer erhöhten Position? Würde dir das gefallen? Bewegung, Bewegung!
Spoiler, die Antwort ist ja. So viel Jonas könnten wir eigentlich auch eine erhöhte Position hier Tempo. Uns erschummeln, hätte ich beinahe gesagt. Aber es ist ja nicht geschummelt, wir laufen einfach ganz normal hin. Oh. Ha, daneben geschossen. Sehr gut. Ich hoffe, dass es einer mehr der Zielrunde überlebt. Also, dass sie maximal noch zwei töten hier. Der rennt weg. Und der dritte guckt da hinten. Die erwischen ihr Ziel. Okay, also nur einer in dieser Runde gestorben. Nur. Alexander Ilyushin hat es erwischt. Geil. Vielleicht können wir von denen ein paar rekrutieren. Na, die werden wahrscheinlich hier zur Bewachung bleiben müssen, ne? Aber die schießen auf jeden Fall nicht so schlecht. Ich meine, sie haben jetzt offensichtlich keine geilen Waffen. Aber die sind doch eine kleine Unterstützung. Ja, töte ihn, töte ihn. Wow, okay. Da ist irgendwas explodiert. Das ist ein netter Twist für die Widerstandsmission. Für die Retaliation-Mission. Von hier oben sehen wir leider niemanden. Das hatte ich mir also zu schön vorgestellt. Achso, ich weiß nicht, ob ich von da aus jemanden sehe. So, wir wissen, hier oben ist niemand mehr. Dann lassen wir Elena da hochrennen, oder? Lassen wir sie gleich nach hier drüben rennen. Da sehe ich leider nicht, wo die vernünftige Deckung ist. Drüben. Keine Ahnung, ob ich da jemanden sehe. Wir flitzen einfach mal hin. Da sehen wir eine Patrouille. Okay. So, dann lassen wir Jin sich mal nach hier vorne schleichen. Oh ja, er sieht jemanden. Sehr gut. Das heißt natürlich, die sehen uns auch. Wir rennen in Deckung. Es ist ein Anlenzer dabei. Kriegst du ihn flankiert, Jonas? Ja. Rück aus! Ah, das war 89% Schuss. Steht noch, ja? Bist du sicher? So, 39%. Frank, glaubst du, du hast heute Glück? Oh, das Auto brennt. Es bewegt sich noch! Also wenn der Stunlancer da stehen bleibt, hat er auf jeden Fall ein Problem. Den könnten wir ausschalten mit ein bisschen Glück. Oder wir schießen einfach richtig daneben. Die Munition wird knapp. Ja, und damit werden wir jetzt zwei weitere Zivilisten einbüßen, ne? Was machen die? Gott, sie rennen auf Jonas zu. Ich dachte, die ignorieren uns. Scheinbar nicht. Ah, da hat er den Zivilisten verfehlt. Und der Zivilist hat eine Waffe, wird sich also gleich rächen. Ja, sehr gut. Einer noch. Komm schon. Irgendjemand muss noch drauf schießen. Ja, oder auf den da hinten. Also ich glaube, die töten beinahe mehr Leute als wir. Auf jeden Fall sind wir ziemlich effizient dabei, wenn wir so im Team arbeiten. Das sollten wir uns vielleicht auch mal angewöhnen, so effizient zu sein. So, hier direkt unter uns steht so ein hässlicher Stunlancer. Da würde ich sagen, einmal nachladen und dem dann einmal schön in den Kopf schießen. Ne? Ein Crit, Jonas, wie wär's? Ja, genau so. Steht noch. Wieso steht er noch? Jin, magst du das korrigieren gerade? Ja, ich mag. Ja, nochmal Frizzled, der absolute Overkill. Ja, herrlich. So, hier drüben haben wir gerade Leute getötet. Dann weiß ich gar nicht, wo wir hier noch haben, um ehrlich zu sein. Was brennt denn hier?
Nicht der Bus, okay. Die greifen ja hier die Leute an, ne? Das heißt, wenn ich hier hochrenne, I'll be there soon. Sollten wir auf jeden Fall alle in Schussweite sehen. So, Frank schafft es leider nirgendwo hin. Wo er jetzt super nützlich wäre. So ein Grapple-Hook wäre jetzt gut, ne? Da hatte Frank auch schon geäußert, hätte er gerne. Klar, hätte ich auch gerne. Würde ich ihm aber sofort geben, ne? Für Scharfschützen ist der super, super, super nützlich. Manchmal sogar noch ein bisschen nützlicher. Ja, hierhin. Da kann er wenigstens nächste Runde was sehen. Langsam reden. Nein! Oh! Die Puddinge des Grauens hatte ich natürlich ganz vergessen. Wir haben Rumors über some kind of Shapeshifters. I'm guessing this is it. It is a remarkable species. If only we had some means of containment. Don't even think about it. Scheiße, der Pudding des Grauens. Ah, der hat sich gar nicht bewegt. Normalerweise enttarnen die sich ja und bewegen sich dann gleich. Hat er heute nicht gemacht, finde ich krass nett von ihm. Nee, nicht auf den. Den kriegt Jonas platt. Du müsstest hier auf den Pudding schießen. Der ist im Moment gefährlicher für euch. Ach, ja, ich wollte gerade sagen, auch wenn es nicht so aussieht, aber wahrscheinlich würde mir persönlich der Pudding eher Angst machen als so ein Advent-Soldat. Also noch mehr Angst. Ja, machen die herrlich. Das sieht nach einem Kill für Frank aus, ne? Ja, 73% Frank. Den kriegst du auf jeden Fall tot, würde ich sagen. Er hat noch 6 Punkte. Aber wir haben nur 10% Crit Chance. Und das ist ein Punkt zu wenig, Frank. Verdammt. So, den hier drüben. Jonas, kriegst du den? Hast du noch Muni? Ja, er hat noch Muni. Ist das hier auch? Nee, das hier ist flankiert. Begebe mich zur Zielposition. Jonas, schnapp ihn dir. 85%, komm schon. Drück ihm die Waffe ins Ohr und dann genauso. So, und dann können wir Jin vielleicht. Der Chef höchstpersönlich wird das hier machen. Ach, wir können auch von hier oben schießen. Ja, würde ich sagen, einmal nachladen. Holen wir sie uns. Und dann einmal schießen, 86% mit Höhenbonus, das ist doch super. Besser wird es wahrscheinlich auch nicht, wenn ich bis dran stehe. Das war die Mission. Okay, also ein bisschen anders als bisher, ne? Also man hatte zwei so eine Gruppen, die man irgendwie retten musste. Wir haben 7 Leute verloren und jede Alien-Gruppe hat einen erschossen. Das fand ich ganz schön, das war eine Menge. Krass. Flawless. Machen wir direkt ein Foto. Nach der letzten Mission, einige Leute bauen nicht mit aufs Foto. Nach der letzten Mission habe ich gar kein Foto gemacht. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das da nicht ging oder wie. Wieso wollen die denn hier alle nicht mit aufs Foto? Kann ich ein bisschen rauszoomen? Ach, da ist ein Baum im Weg. Okay, dann ändern wir doch einfach die Location. Ja, hier so Dach mit Brennen und so, das sieht doch mega aus. Resist, Fight, Believe. Send Lexinos back to space. Okay, ja, das Foto können wir nehmen. Kann ich... Ach, hier sieht man die Frisur so toll. Auch wenn er in die vollkommen falsche Richtung guckt. Keine Ahnung, was Jonas da drüben sieht. Vielleicht erfreut er sich an den Flammen, die seine Explosion ausgelöst haben. Wir machen das Foto. So, auf jeden Fall niemand verletzt, finde ich super. Mal sehen, wie viele Leute jetzt einen mentalen Schock davon getragen haben. Und wir haben immerhin 12 Leute gerettet. Also doppelt so viele, wie wir retten sollten, aber nur 2/3 der Leute, die hier gelebt haben. Sorry. Our enemy lurks in the shadows, plotting to destroy all we have built, to return us to the chaos of the old world. Only together can we oppose them. United in the Elder's love for us, we shall prevail, no matter the cost. Jonas hat den meisten Schaden ausgeteilt.
Und was am meisten bewegt, am meisten unter Feuer genommen worden, am meisten befeuert worden. 8 von oben hat die meisten Attacken ausgeführt. Dragonorba hat sich am weitesten bewegt, klar. Dafür haben wir sie auch mitgenommen. Schuss 75, ja, das passt. 75% Trefferquote. Another success beyond all expectations. I'm continually impressed, Commander. Oh, Jonas ist schon müde. Aber es wird nicht lange so gehen, ne? Wir befördern ihn erstmal, gucken, was rauskommt. Er ist ein Specialist. Okay. Sehr schön. Irgendwie fehlt hier. Nee, er hat Streifen auf der Rüstung, ne? So, was wird denn Jin? Ein Ranger. Okay, das ist auch mal interessant. Fertigkeit Ranger. So. The Resistance factions take a more flexible approach to training than traditional soldiers. They can often learn multiple new abilities with each promotion. They will adapt to follow your choices, Commander. Okay, also wir haben jetzt hier Auswahl bei diesen neuen Klassen. Remote Start. Da fliegen wir nicht auf und wir können halt so ein Umgebungsexplosionsteil. Wir haben 10 AP, 8x AP. Ach, hier unten, die werden extra gezählt, die AP. Okay, interessant. Und das hier sind unsere. Und wir haben 3 Bäume zur Verfügung mit den Reapern. Achso, und das deckt uns nicht auf, wenn wir das explodieren lassen. Also könnten wir im Prinzip das Ding werfen und dann in der nächsten Runde explodieren lassen. Blood Trail. Plus ein Schaden, wenn das Ziel in dieser Runde schon verwundet wurde. Ich denke, ich nehme Remote Start, weil das super zusammenspielt und wir da nicht unbedingt aufgedeckt werden. Wenn wir da eine stationäre Alien-Gruppe haben, können wir einfach das Ding reinwerfen und in der nächsten Runde müssen wir niemanden drauf schießen lassen, sondern können es explodieren lassen. Oder wenn die halt neben einem Auto stehen oder so. One Ammo Point. Und hat eine Runde Cooldown. Oh, das können wir sogar öfter pro Mission benutzen. Das ist natürlich cool, ja. Das nehmen wir. Achso, warten wir ganz kurz. Das hier kostet auch 10 Punkte. Und hier wissen wir noch gar nicht, wie viel das kostet. Wahrscheinlich wird es dann teurer, ne? Ja, hätte ich gerne. Ach, die XCOM-AP sind vielleicht die, die wir im Feld verdienen. Und die Soldier-AP, also Ability Points, sind vielleicht die, die wir durch den Aufstieg bekommen. Das heißt, wir würden immer so viele AP bekommen, Soldier-AP, wie wir brauchen auf der Stufe, um ein so ein Ding zu erlernen. Und die XCOM-AP, damit können wir uns dann zusätzliche Sachen holen. Das ist ja nice. Das gefällt mir. Finde ich gut. Achso, jetzt sind die gar nicht mehr teuer. Doch, ne? Wenn es gelb ist, sind die, glaube ich, teuer. Warum? Achso, das ist der neue AP. Ich dachte schon, hä, wann wurden die getroffen? Oh nein, das ist der neue. So, wir haben 12 Zivilisten. Ich weiß nicht, was wir jetzt damit machen. Ach, die, mehr Einkommen in der Region, weil wir die unterstützt haben. Ja, Loot gab es irgendwie gar nicht, ne? Schade, schon wieder kein Loot. Ja, die Faceless, die Puddingste des Grauens. Resources available to you, Commander. You have still managed to exceed my expectations. Excellent work. Plus 36 Supplies, also sind wir jetzt schon bei 186 pro Monat durch den Supply Drop. Der ist auch in einem Tag fällig. Das finde ich gut. Dann gehen wir doch mal auf die Karte. Sieben Tage, nee, jetzt gerade nicht. Wir wollten nämlich. Wir hatten doch einen Wissenschaftler irgendwo, oder nicht? There is no shame in admitting my admiration for your resolve in the face of insurmountable odds.
I was born of battle, of a desire to face my enemies in combat and surrender to no one. In you, I see a shadow of my own creation. Okay, sie gibt also nicht auf und akzeptiert uns als würdigen Gegner, weil sie uns ganz ähnlich einschätzt. You have made considerable progress against the aliens over the past month, Commander. I hope that your ongoing efforts will only lead to further success. Ja, das hoffe ich auch. Chosen are a tough group to infiltrate, but we've managed to gather intel on their latest actions. And have a rough idea of how close each is to reaching their ultimate goal of locating the Avenger. Okay, das sind jetzt also die schlechten Ereignisse, die haben sie ein bisschen umgearbeitet und hier gibt's okay. Retribution, da wollen sie also unser Einkommen schmälern, finde ich nicht gut. Commander, we have intel suggesting the aliens are working on developments that threaten our ability to stop the Avatar project. We can conduct guerrilla operations to disrupt one of these efforts, but we'll have to choose carefully. We don't have the resources to intercede everywhere. Also, die Ereignisse, die passieren können, sind, dass der Schwarzmarkt für 6 Wochen schließt. Und ansonsten bekommen die halt Rüstung, die Advent-Soldaten. Commander, the factions have pledged their support to XCOM, and they're ready to carry out your orders. As our influence with these groups increases, our capabilities will grow in kind. Oh, okay, wir können den Befehle geben den Gruppen, also wahrscheinlich im Moment nur den Reapern, oder? Ich weiß es nicht. Und wenn wir mehr Einfluss auf die bei denen gewinnen, also mehr Ansehen, dann können wir mehrere Befehle pro Monat geben. Us, my Reapers are up for taking on some additional orders. Oh, cool, Heavy Equipment, die Ausgrabungsgeschwindigkeit, also das Reinigen des Schiffes quasi, das Freischaufeln der Räume, geht 50% schneller. Geil. Oder Supply Drop plus 10%, das ist im Moment noch nicht so viel. Aber das ist, ja doch, das ist von den Reapern. Und hier haben wir Wildcard Orders. Okay, aber wir können mit den Reapern noch nichts machen. Achso, das können wir aber in dem Wildcard-Slot tun. Also hier unten haben wir alles. Und das Council gibt uns schon mal einen Slot, weil wir bei denen halt ein bisschen Ansehen haben. Und bei den Reapern haben wir noch nichts, weil wir zu wenig Ansehen haben. Ja, hier könnten wir dann wahrscheinlich umschalten. Gibt's aber nicht. Achso, das heißt nur neu, ne? Das ist gar kein... So, schneller Räume frei buddeln ist super. We'll need to send our own soldiers out to work with the resistance factions to complete these covert actions. They'll be gone for a few days, but this will help us build influence with the resistance while generating material support. Okay, auf covert, ja. Dafür haben wir noch gar nicht den richtigen Raum. Ah doch, scheinbar können wir. Hier können wir ihn retten. Dauert 11 Tage. This operation is going to require some field experience, Commander. We'll need to send one of our vets to lead the effort. Sergeant, okay, das können wir noch gar nicht machen. Und hier bekommen die dann so kleine Boni auf jeden Fall. Hacking plus 3, das wäre zum Beispiel für einen Spezialisten, da wäre das total gut. Erfinde die Templer, oh, das ist doch eigentlich geil. Dodge, wer braucht denn Dodge? Ach so, da brauchen wir auch erst einen Sergeant. Wir haben noch keinen Sergeant. Ach, wir sind so schlecht. Hier brauchen wir auch einen Sergeant. Also können wir eigentlich nur das hier machen. Ja, da werde ich gleich mal gucken. The Resistance has a hidden cache of resources stashed outside of Advent's reach. But that means we'll have to fly over and scan the area if we want to recover this stuff for ourselves. Machen wir.
Ja, ich weiß, aber das Avenger da drüben geht schneller und bringt mehr Supplies. Okay, das ist jetzt ein bisschen viel auf einmal. Achso, ich wollte hier gerade mal zurück. Und gucken, wo wir sind. Use a place to coordinate their operations, Commander. This ring Shen designed sounds like a great candidate for our next construction effort. Da, Select Operation. Da müssen wir mal gucken, wen haben wir denn derzeit zur Verfügung? Und wen wollen wir da hinschicken? We've been picking up some weird transmissions lately. It sounds a little like German, but it's hard to tell. Kann ich auch müde Soldaten da hinschicken, ist jetzt die Frage. So, wie lange dauert das? Ich glaube, 11 Tage war das, oder? Commander, Mox has been captured. We should do everything we can to get him back before the Chosen do God knows what to him. Ja. Okay, also da könnten wir einem Soldaten mehr Willen geben. Achso, und dann schalten wir eine Mission frei. Wie viele Leute habe ich denn derzeit überhaupt zur Verfügung? 1, 2, 3. Aber in 3 Tagen habe ich 4 weitere. Also mal angenommen, ich würde jetzt mit Luna hier auf die Mission gehen. Dann hätte ich Frank, Torben, Jonas als... Da hätten wir 2 Specialists. Und Frank als Ranger. Dafür hätten wir kein Heavy. Also Luna kann ich im Moment nicht wegschicken. Ich könnte Jonas losschicken. Ja, dann gehe ich einfach mit Jonas auf diese Mission. Dann sind wir halt 11 Tage weg. Machen dafür aber was Nützliches. Schwierige Entscheidung. Ich hoffe, in den nächsten 3 Tagen passiert jetzt halt nichts. Ansonsten... Aber das scheint schon relativ wichtig zu sein. So, dann schmeiß ich hier Jonas rein. Du wurdest gerade freiwillig gemeldet, Jonas. So, und dann nehme ich hier die Granate mit. Also mach die Blendgranate quasi frei. So, dauert 11 Tage. Gibt uns hoffentlich ein bisschen Einfluss dann. Und ja, mal gucken. I'll order my people to get underway immediately. Ja, was? Wir schicken noch unsere Leute dahin. Brauchst du gar nichts machen. So, wir haben immer noch keine Supplies. Die brauchen wir noch. 3 Tage, hoffentlich können wir die aufsammeln, bitte. These findings will likely prove crucial to our ongoing efforts, Commander. Ah, Resistance Communications. Commander, with the Advent officer currently in cold storage, we should perform the autopsy as soon as possible. So, und jetzt haben wir hier auch Kontakte. Sehr schön. Achso, und da können wir dann auch einen Engineer reinschmeißen. Improved Pistols als Breakthrough. Ach, das hört sich schon wieder so cool an. Damage Output bei 1. Ja, ich glaube, das ist schon nützlich, ne? Für unsere Scharfschützen, wenn wir gegen die Lost und so. I will send word as soon as we have something of note. Ich mach das einfach. From my own experience, Advent generally deploys heavy security rather than subterfuge when it comes to protecting their primary facilities.
At least the ones I had access to personally. If they have gone to the trouble of hiding this black site, I suspect our findings there will lead us to even greater questions. Ja, dazu müssen wir aber erstmal zur Black Site kommen, ne? Also er sagt halt, seiner Erfahrung nach mit den Advent verstecken die da auf jeden Fall was richtig Geiles. So, wir könnten jetzt zu Resistance kommen. Oh, das ist mega teuer. Dauert auch richtig lange zu bauen. Vielleicht wollen wir dann erstmal den Ring bauen. Und die Guerilla Tactics School als nächstes. Und dann konzentrieren wir uns erstmal auf ein Power Relay. Das wir nämlich auch brauchen. Ja, ich denke, wir bauen hier den Resistance Ring. Als nächstes. Dauert auch eine Weile. Training Center ist bald fertig. Da finde ich gut. Ich habe keine Ahnung, die Reihenfolge, wie ich das baue, ist wahrscheinlich nicht die cleverste. Aber ist halt so. Commander, we can now work to establish contact with local resistance groups operating out of regions around the globe. Once we've collected sufficient intel to make contact, we'll need to scan the target region for the operative signal. So, Indien, okay, was sagt uns denn diese Faust? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sammeln wir ja erstmal alles ein. So, da haben wir hier noch Supplies und wir hatten noch irgendwas, ne? Granate, Munition. Ja, wir sammeln die Supplies hier noch ein. Und dann schauen wir mal. Wir müssen ja hier am Anfang vielleicht nicht so hetzen, denke ich mir. Hoffe ich. So, hier haben wir das also geklärt. Dann bauen wir hier die Tactics School. Die ist nämlich wichtig. We don't have any capacity to spare, which means we can't expand our facilities further. So, das dauert jetzt eine Weile und dann werden wir das hier nämlich freiräumen. Und wir haben erst einen Engineer. Und das dauert 38 Tage. Aber wir brauchen doch nur 50%, denke ich. Wie sieht denn das hier aus? Das würde nur 19 Tage dauern und das hier dauert halt doppelt so lang. Aber wir müssen halt hier irgendwie zum Power Coil runterkommen. Das wäre halt wichtig. Okay, das haben wir erstmal geregelt. Wir haben sogar noch Supplies übrig. Das heißt, wir können ein Medkit beim nächsten Mal bauen. Und wir können aber, was nicht mehr geht, ist, dass wir halt irgendwie Leute anheuern können. Also ich würde gerne noch einen Engineer anheuern. Training Center ist fertig. Da gucken wir mal, was wir da tun können. Holo-Projektion. Sieht super aus. Commander, this facility will allow our soldiers to train together to improve their bonds, while also putting the knowledge they've gained in combat towards learning new abilities. Ah, okay. Also da können sie einmal ihre Verbindungseigenschaften, also wenn sie Bros sind, Bondmates quasi, dann können sie das einmal verbessern und ansonsten. Ah, die Fähigkeiten neu vergeben. Okay. Train Abilities. Gucken wir mal. Wenn ich jetzt hier Frank einsetze. Aha, da haben wir also 4 AP. Damit können wir noch nichts machen. Hat irgendjemand schon genug AP, um hier noch... Hier gibt es gar keine XCOM-Fertigkeiten für die. Achso, wahrscheinlich haben die nur XCOM-Fertigkeiten. Na, aber da können wir dann zum Beispiel auf irgendeiner Stufe immer das zweite auch noch. Erlernen. Er hat zum Beispiel nur 3. Torben hat immerhin auch schon 4. Okay, auf der zweiten Stufe brauchen wir auf jeden Fall 10 Punkte.
Interessant. Also, Training Center haben wir fertig. Da können wir Soldaten reinsetzen zur Unterstützung. Ja, im Moment können wir da auch gar nichts machen, oder? Nee, da haben wir niemanden. So, nehmen wir mit. Commander, we have a priority message coming through. Hello, Commander. Hello. It would seem your recent activities have gotten Advent's attention. Our unwelcome guests are on the move. Advent has been diverting considerable resources and personnel to covert facilities across the globe. The exact details of these operations are highly classified. However, they do have one thing in common. A single word that appears in all their files. Avatar. I believe the black site we had previously uncovered to be but a part of this Avatar project. Based on what we have uncovered so far, its true scope is far greater. This project is being directed from the very top of Advent, from a source I am still unable to determine. All attempts to uncover its identity have met with failure. It is time to take a more direct approach. Though we may not know the exact nature of this Avatar project, we can still disrupt it. We must root out these hidden facilities with the help of local resistance cells, disrupt our enemy's operations, and in the process, uncover the truth. Locate the source of this Avatar project, and then destroy it. Were the enemy to succeed in their efforts, I am certain it would mean the end for us all. I am confident you will take whatever measures necessary to eliminate this threat, Commander. We're tracking the enemy's progress on this Avatar project here. If they finish what they've started, it sounds like it'll be the end for all of us. Ja, super Sache. 3 Punkte haben sie also schon. Die Schonzeit ist vorbei. Das Avatar-Projekt ist entdeckt worden. So, dann müssen wir hier Kontakt demnächst mal herstellen. Und ansonsten hier Granate und Munition hätte ich natürlich auch super gerne. So, wir nehmen erstmal die Supplies hier mit. Dann haben wir einen kleinen Vorrat. Und gerade bevor wir das fertig haben, haben wir nur eins? Wir haben ja nur eins zur Auswahl. Und da können wir immerhin dafür sorgen, dass der Black Market nicht abtaucht, den wir natürlich noch nicht aufgedeckt haben. Gibt uns 145 Supplies. Ja, Supplies haben wir gerade genug. Oh, und Falmon Komain kontrolliert diese Region. Da freue ich mich aber. Lass uns doch mal rüberfliegen. Ach, ist die Faust die Undercover-Operation? Also, ich schmeiße erstmal raus. So, was brauchen wir? Wir brauchen einen Scharfschützen. Frank, 8 von oben. Wir brauchen einen Ranger. Johnson Weasel ist der Bro von Frank, ne? Kann das sein? Ja, genau. Das heißt, die beiden schicken wir auf jeden Fall schon mal auf die Mission. So, und da haben wir noch Torben. Der ist eigentlich mit Ronas verbündet. Ja, dann schicken wir einfach Torben und Luna. Ne, dann haben wir einen Grenadier und einen Spezialisten. So, wir haben Ausrüstung zu vergeben. Eine Flashbang und Torben kommt auf jeden Fall. Das kann ich hier gar nicht, das muss ich hier machen. Torben bekommt auf jeden Fall ein Medkit. Kostet uns 60 Supplies, können wir uns gerade so leisten. Wir könnten auch eine Rauchgranate basteln. Benutze ich eher selten, wenn jemand unbedingt eine mitnehmen möchte. Würde ich aber eine bauen.
So, das wird's also beim nächsten Mal werden, Jungs und Mädels. Für heute war's das damit. Schreibt mir, wer die Flashbang haben möchte, wie wir diese Operation am besten angehen. Wir sollen einen Field Commander ausschalten. Hört sich nach einer Scharfschützenoperation an. Mal gucken. Üblicherweise, wie gesagt, Flashbangs und sowas gebe ich gerne meinen Scharfschützen mit. Ihr habt ja gesehen, wie ich die einsetze, üblicherweise ne, bei Sektoiden einfach. Schreibt mir einfach, wer das Ding haben möchte. Und dann schauen wir mal, wie die Mission wird. Ich hoffe, die wird gut. Wir haben auf jeden Fall ein ausgewogenes Team. Wir haben Heiler dabei. Alles wird gut. Davon bin ich fest überzeugt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.